Hey Leute, willkommen zurück zu Adam Wolf. Keine gute Idee, aber wir wollen uns jetzt hier einen Trank mischen lassen, der uns in todesähnlichen Zustand versetzen kann. Damit wir diese Box öffnen können, die nur von einem Toten geöffnet werden soll, angeblich. Oder nur dieser ist dazu imstande, so gesagt. Ach Kinder, ich bin ja gespannt, ob das hier... Ob wir einfach irgendeinem Barkeeper vertrauen sollen. That's it. Now I can work my magic. Watch and learn, friend. Ja. Well, I'm kind of hoping this is a one-time thing. Wow, was zum Geier? Pass me that emerald liquid. Die smaragdfarbene Flüssigkeit. Das ist eigentlich grün, aber die ist blau. Was ist denn die smaragdfarbene Flüssigkeit? Ich sehe sie gerade nicht. Ach hier. I need to stir the emerald liquid with a crystal spoon. Don't laugh. A live spider for some eight-legged goodiness? Now, an ingredient that's used absolutely everywhere. Yep, you guessed it. It's garlic. Köstlich. A pig hoof. Sounds ridiculous, but this'll make you harder to detect in the netherworld. Trust me. Schweinehof. Wo finde ich denn sowas? Das ist eine vertrocknete Katze. Oh nein. I need a lump of coal. Don't worry, it's not a big one. Some dried fish is needed. Not a far cry from your usual fragrance, Adam. Green eyeball. Don't look at me like that. It's really needed, honest. A grated horn. Why are you looking at me like that? It's not the horn of a black rhino, and no animals were harmed for this one. Relax. Gut, hab ich jetzt hier. Ah, das ist eine Pfeile. Ah, das soll ich alles. Ginseng root. I heard it's great for your memory. It's sure gonna make this venture of yours unforgettable. Ginseng, wo ist denn hier Ginseng? Ah, next up on the menu are some dried figs. You look almost relieved. Grab that fan. I can't see anything from these vapors. Was ist denn hier ein Ventilator? Ja, haha, den Ventilator, du meinst den Fächer. Achtung, jetzt bin ich echt gespannt. Hehe, na, wohl bekommst. Now, there's just one more thing you need, and that part you have to do yourself. Trinken wahrscheinlich, the oder? Last ingredient should be mixed in right before you drink this. It is the blood of a dying person. The one caught between life and death. Blood. This is gonna taste horrible. Well, take it like a man. Oh, ich glaube, ich weiß, wo ich das herbekomme von dem Mädchen, oder? Unfertiger Todestrank. Ja, dann tut's mir leid. Ich muss zu Des. I'm losing her, Adam. Don't worry, I won't let her die. I found a way to open the next lair. There's a potion I have to make. And it requires the blood of a dying person. You see what I'm getting at? You want some of Susie's blood? Exactly. I only need a little. Okay, so be it. We need to save her, Mr. Wolf, please. Tja, was soll ich tun? Brauch eine Spritze, um ihr Blut zu bekommen. Das ist eine Spritze? Ein Spritzenpaket. Oh, Kindchen, das tut mir echt leid. Aber es muss sein. Für dein Wohlbefinden. Nicht aus der Schulter. Das ist nicht mal von der Vene. Aber wenn du meinst. Oh, ach du Hör. Was ist das für eine Krankheit? Ihre Hand ist abgestorben? Oh nee, das arme Kind. Ist sie gebissen worden oder sowas? Für irgendwas? Oh, ich will ja nicht wissen, wie das jetzt schmeckt da drin, das Zeug. Okay, ich glaube, er ist fertig. Köstlich. Ja, dann wohl bekomm's. Soll ich erstmal mit Des reden? The jig is up. I'm not doing jack until you start telling me what the hell is going on. What's the deal with her hand? I'm sorry, Adam. I can't have you asking those kinds of questions. Just finish what you started. Bitte was? Why am I not surprised? All I want to do is help her. And to do that, I need what's in the box. Drink the potion. Now, I hope you make it, Adam. For yours and Susie's sake. Na toll. Ich begebe mich hier in Gefahr für deine Tochter und du sagst mir nicht mal, was los ist. A wolf approaches.
Will he bite, or will he only howl and run with his tail between his legs? Well, I didn't come here just to turn away from the sight of an ugly face. Who are you? I am the passing of the seasons, the cycle of life, the never-ending wheel. I thought you'd be taller. I so enjoy mortals' inconsequential specks of dust, lost in the endless creation, holding on to anything that will give you the illusion of purpose. My only purpose here is to open the box. Seems like you're in my way. You have the mark of the timeless with you, but you are not one of my believers. You will have to play a game in order to open the box. I want to play a game. What kind of game? Hab ich schon öfter gehört. One with dire consequences. Many have tried to play it. Tried and failed? Tried and died. That's grim. Okay, let's get on with it. Na toll. Here are the rules. If you can collect 3 of the same card, you'll destroy all of my cards of the same type. If you collect 4 of the same card, you'll get an hourglass card here. If you collect 1 of each card, you'll take an hourglass card from me. Und dann? Ah. Collect 3 hourglass cards to win the game and open the box. Pretty simple, human. Let's start. You go first. Ich habe so das Gefühl, ich kann das nicht schaffen, oder? Ja, und jetzt? Ah, okay, ich verstehe schon. Man muss die richtige Karte ablegen. Oh, ich habe 2 Herzen. Was ist, wenn ich keine ablegen kann? Ah, dort auf diesen Dämon. Ich habe einen Baum, ich habe meine erste Sanduhr. Yes. Hey, ich will meine Sanduhr. Hallo? Ich habe von jeder eine. Willst du mich verkohlen? Oh, was war da? Achso, der Tipp ist bereit. Oh, ja, 3. Verdammt! It's hopeless. Why do you persist? Wenn du ein Arsch bist, mach ich dein Herz kaputt. Impressive. Ich hatte einer von jeder. Was soll denn das? Ja, jetzt habe ich 4 und 4. Evidently, I hold no power over. Ah, nein, genau, mit 3 bekomme ich eine von. Ah. Verdammt, stimmt ja. Das war so. Dann bekomme ich eine Sanduhr von ihm zurück. So. Oh, er hat 4. Nee, er hat 3. Ah, okay. Komm, noch ein Dämon, dann habe ich deine zerstört. Ach, verdammt. Can you feel it? The end is nigh. Ja, ja. Machst du deine Dämonen kaputt? For a mere mortal, that was decent. Jetzt hast du gar nichts mehr auf dem Feld, du Arsch. Komm, ich will noch einen Dämon. Dann habe ich nämlich meine 2. Sanduhr. You're still eons away from winning this. Bist du Äonen? Ich habe schon meine 2. Sanduhr. Was willst du von mir, du Kauz? Ja. Jetzt brauche ich noch ein Herz, dann habe ich deine 3. Also meine 3. Sanduhr. Oh, scheiße. Do things always slip so easily from your fingers? Ja, ja, laber nicht so viel. Gib mir meine Sanduhr. Are you proud of yourself? Ziemlich stolz, ja, danke für die Nachfrage. Hast du eh keine Chance? Ich bin auch der Kartenmeister hier. Oh, vielleicht auch nicht. Warten wir mal ab, was kommt. Ah. Ich brauche nur einen Baum, dann habe ich gewonnen. Komm schon. Verdammt. Ich erstmal. Okay, ich brauche nämlich nur noch jetzt einen Dämonen. Er braucht allerdings noch ein Herz. Dann hat er mein. Alles klar. Ach, Mann. So.
Deine Bäume sind zerstört. Impressive. Ja, ja, ich bin sehr beeindruckend, ich weiß. Mist. Er braucht ein Herz, dann hat er mich. Ah, aber ich habe die dritte Sanduhr. Ich habe gewonnen. Und nun, ha? You won. I am true to my word, mortal. The box will open. We'll meet again, Wolf. In time. Irgendwann ist sehr beruhigend. Ihr könnt auch sagen, demnächst. Das wäre nicht so schön. Oh, das ist ja noch eine Kiste. Verdammt. Wie viele Kisten sind denn noch da drin? Die Matroschka-Kiste. Was? Thank you for your services, Adam. I can now open it myself. Hand it over. Da, es stickt dran. I should have known not to trust you. There was something off about you all along. Ich war so nett zu ihm. Don't take it personally, Wolf. One like me doesn't survive for centuries without having a backup plan. Alter Schwede. Du siehst ein bisschen entstellt aus, mein Fool. Mann. Fool! Did you realize what would have happened had he gotten hold of this? No, but I'm sure you're gonna tell- Silence! Time to die! Was? Ich will aber nicht... Ich will aber nicht... It's just another vessel. Oh nein! Nicht das Kind... Oh, ich hab ihm ins Bein geschossen. Nicht das Kind. Oh, der hat mich angeschossen und ich lebe noch? Ganz schön harter Hund hier. Ja, ein Gefäß. Was meint ihr damit, nur ein Gefäß? Wo ist er hin? Wo ist er denn? Da? Hä? Kann nicht weit sein. I'm done talking to you. I'm the last member of the Order. If you kill me, there will be no one to stand against the demonic darkness. You came to kill us all. You leave me no choice. That I don't! There could be no choice when it comes to demons. Oh, komm schon. Verschwinde. Ich trete ihm. Ich habe ihn von links, dann von rechts und dann trete ich ihn noch vor die Brust. Peng. Oh nein, er hat zuerst getreten. Ich muss das nachdrücken. Ach jetzt. War schon. Hä? Ich dachte schon. Ja. Nein, fertig, Adam. Zack, 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 zack. Ich dachte, ich kann mich in der Reihenfolge aussuchen, aber. Bam, bam. Wie aussieht, gefällt das nicht. Lalala, du Schwein. So, jetzt. Zack, zack. Noch einmal danach, komm. Oh, der blutet schon überall im Gesicht. Oh nein. Ich dachte, ich muss nicht schon wieder. Auf der Stelle Müll gelandet sind. Thus all vessels and allies of Desmoren die, and thus doth Desmoren himself. Desmoren, so heißt. Stop rambling, you damned psycho. Desmoren, so heißt der Typ. Oh nein. With this act, I will finally end the decades of searching, suffering, bleeding. No. With this act, I end it. Hate to break it to you, but it's already over. Oh, ins Gesicht. You know not what you do. Tell me. Don't open that box. Why? Speak fast before judgment, Cutler. The vessel must die. Consequences. Oh nein. I'm not letting a little girl die, Cutler.
Consequences be damned. Oh, ich weiß auch nicht. Adam, ist es eine gute Idee? Entweder töten oder getötet werden. Trotzdem tut mir der Kerl leid. Ja, folge Cutler und hol die Kiste zurück, hab ich. Oh Mann. Help me. Susie's pendant. Ich vertraue dir nicht, Des. Oh, was soll ich machen? Ich kann kein kleines Mädchen sterben lassen. Oh Gott, das geht doch nicht. Oh, ich will nicht wissen, was passiert. John, du bist... Adam. John, wie komme ich jetzt... Adam, du bist bestimmt hier... was? Eine dämonische Hand? Was soll das denn? Und wo ist das Elixier? Eureka. What is this? That entire deal? For what? Some shriveled up hand? There never was an elixir. The box contains a part of me. My essence. It was taken from me in ages past, stripping me of most of my power and gradually harming my next vessel as well. You're saying that guy Cutler was right? You're a deceiver that can change vessels? Call me what you will, but Desmarin is my real name. I will not deceive you anymore. Why should I trust you? Please, we don't have much time. Both Susie's and my life depend on that hand. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Er braucht seine Hand. Das ist eine ganz dumme Idee, Adam. Warum kann ich das nicht einfach sein lassen und gehen? Tut mir halt leid um das Mädchen, aber... My essence will heal her. She will become my vessel. We will both live on. We will both be saved. Ja. Thanks to you. Du bist ein Dämon. Verflucht. Vielleicht später? Was? Warum vielleicht später? Viel später? Oh, der ist... Der redet mit... Ich dachte, der haut jetzt ab und... How's little Susie? She's getting better. I don't know how I can ever thank you enough. My sister, my watch... That symbol on your hand. What do you know about how it all connects? We're gonna need another drink. This might take a while. Oha. Erfahren wir jetzt etwa endlich mal ein paar mehr Einzelheiten? Krass, das war der zweite Akt, Leute. Ich bin so gespannt auf die anderen beiden. Auf den dritten und vierten, dann wird hoffentlich alles aufgeklärt. Geile Sache. Geile Sache. Ende von Episode 2. Ja, nächstes Mal geht's weiter mit Max Payne. Nein. Adam Wolf. Ist schon eine coole Socke hier, der liebe Adam. Halb geschafft, die Errungenschaft. Dame und Maler und die Stunde 0. Da sind wir ja richtig gespannt drauf, Leute. Ich mache aber trotzdem mal Schluss hier. Das reicht für dieses Mal. Danke fürs Zusehen. Das wäre schön, wenn ihr mir ein Like da lasst und was schreibt. Wir sehen uns zu Adam Wolf beim nächsten Mal. Macht's gut.